Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Battle Brains, der Sendung, die wir schamlos aus US-Formaten zusammengeklaut haben. Mein Name ist Stefan Böttcher. Ich bin der Moderator, den Ihre Schwiegereltern so gerne im Fernseher sehen. Und das sind meine Gäste. Jolle Dejus, Student und Rapper. Kann man so sagen, ja. Genau. Und Sie sind mit Tieren aufgewachsen, habe ich gehört. Ja, das klingt jetzt spektakulärer, als es tatsächlich ist. Aber ja, meine Mutter ist Tierärztin und wir hatten immer viele Hunde und Katzen. Und ich kann auch einfach besser mit Tieren abhängen als mit Menschen. Und Sie wurden auch vor der versammelten Mannschaft Ihrer Studiengruppe von der Polizei festgenommen. Warum das? Ja, nicht festgenommen, nur abgeführt. Ja, einfach, ich bin halt Rapper und ich musste was für mein Image tun. Und dann hat sich das so ergeben auf Klassenfahrt. Kleine Show-Einlage. Also, ja. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie der Abend heute verläuft. Kommen wir zu Alexander Pritzkau. Schauspieler und zwar noch im Studium, noch nicht fertig, war aber schon in Brügge und hat es überlebt. Ja. Yeah. Und das große Vorbild ist? Das große Vorbild? Ja. So mein Don Quixote. Ja, warum? Natürlich, weil man einen Glauben etablieren muss, ja, für sich selbst, unbedingt, der einen vor Idioten sozusagen schützt. Vor Idioten? Ja, natürlich. Aber dabei zeigst du es auf uns? Nee, das habe ich auf euch gezeigt. Ja. Nee, das muss ein Versehen gewesen sein. Okay. Kommen wir zu Felix. Felix Spehl ist Vorsitzender der Jungen Union in Köln. Begeisterter, man traut sich es kaum zu sagen, FCK-Fan, warum auch immer. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Sie hatten einmal nicht den Mut gehabt, Lothar de Maizière auf der Toilette während des Pinkelns die Hand zu reichen. Ja, tatsächlich war es sein Neffe, Thomas de Maizière. Ach, Thomas. Das war der damalige Verteidigungsminister. Ah. War im Bundeskanzleramt. Toilette musste halt. Und dann kam er mir entgegen und er hat gegrüßt und ich habe dann ihm nichts gesagt. Haben Sie sich noch nicht getraut. Heute würden Sie das wieder so handhaben? Handschlag. Faust. Ach so, Faust. Okay, prima. Ja, das sind unsere heutigen Gäste. Und jetzt zur Quizrunde. Die Regeln sind ganz einfach. Unseren Kandidaten werden Fragen gestellt, aber nicht nur irgendwelche Fragen, sondern Fragen, die die Welt bewegt. Und die Antworten sind meistens immer sehr unterschiedlich. Und es gibt nicht nur eine Antwort oder die Antwort, nicht richtig oder falsch. Derjenige unserer Kandidaten wird gewinnen, der die originellste Antwort und die auch argumentatorisch stärkste Antwort abliefert. Kommen wir jetzt zur ersten Frage. Was haben die Atombombe, beutellose Staubsauger und Instant-Nudeln gemeinsam? Sie sind alle heiße Anwärter auf den Titel der besten Erfindung des 20. Jahrhunderts. Kein Joke, ihr Splasher. Im Jahr 2000 gab ein Großteil der Japaner in einer Befragung an, dass Instant-Nudeln ihr Leben mehr verändert haben als Tamagotchis und Tentakelpornos. Und, meine lieben Freunde, welche ist die beste Erfindung des 21. Jahrhunderts? Boys and Girls, time to battle. Tja, was ist die beste Erfindung des 21. Jahrhunderts, meine Herren? Jolle, was ist Ihre beste Erfindung? Okay, ich finde die Frage am Anfang schon ziemlich krass und das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Das 21. Jahrhundert ist noch ziemlich jung und deswegen würde ich eine Erfindung nehmen, die es noch nicht gibt, sondern eine, die ich erfinden würde in den nächsten Jahren. Und zwar ist das ein Rasierer. Der ist für Männer gedacht, aber auch für Frauen mit intensiver Gesichtsbehaarung einfach. Und das Besondere an dem Rasierer ist, der funktioniert ohne Strom. Man muss den halt die ganze Zeit so schütteln dabei. Und dann funktioniert er auch nur. Und dann muss man halt, man schüttelt den und dann funktioniert er. Und dann kann man halt sich rasieren dabei beim Schütteln. Und der hat noch ein paar Besonderheiten. Es gibt zum Beispiel einen Aufsatz drauf, der ist fest verbaut. Und der verändert sich die ganze Zeit von so 2 mm bis 20 mm. Und da muss man halt damit klarkommen. Und es gibt halt noch eine Besonderheit, und zwar ist da so ein Stift noch drin. Der funktioniert auch nur, wenn man den schüttelt, weil wer kennt das nicht? Man rasiert sich und dann hat man halt eine gute Idee, die man gerne aufschreiben würde. Und dann schreibt man mit dem Stift und der schreibt mit Tinte, die nie trocknet. Also es verwischt ganz leicht. Aber da muss man schon einen sehr großen Bart haben, nicht?
Aber oder einfach viel legaler damit umgehen können. Ja. Hochinteressant. Ja. Alexander, wie ist es bei dir? Moment, ich möchte erst mal den Namen davon erfragen. Wie heißt das denn? Shake it? Das müsste irgendwas sehr männliches sein, weil es wird ja immer behauptet, dass die Männer verweichlichen und auch die behaarten Frauen. Deswegen, ja, die deutschen Männer, ja. Ja, das ist irgendwas Krasses. Der Barber Razor oder so. Und dann kommt man auch überall hin. Ja, der ist schon fürs Gesicht gedacht. Ah, fürs Gesicht, alles klar. Ja, prima. Alex, jetzt kommen Sie nicht drum herum. Sie müssen die auch jetzt. Ich muss jetzt auch. Ja, auf jeden Fall. Ich versuche hier die ganze Zeit von Fragen hier auszuweichen. Ja, ich merke das schon. Ich glaube, das ist doch der Sinn der Sendung. Eigentlich nicht. Nein, okay. Alex. Ah, okay. Ich bin ganz, ganz fest überzeugt. Ja, da muss man nicht weit gehen. Die ist schon längst da, die beste Erfindung des Jahrhunderts. Der Selfie-Stick. Des 21. Jahrhunderts, bitte. Des 21. Jahrhunderts, entschuldigen Sie. Was ist daran so besonders? Der Selfie-Stick? Ja. Der Selfie-Stick ist sozusagen der Höhepunkt der Menschheit, weil man endlich sich selbst optimal fotografieren kann. Ja, und nicht nur das, gedacht, nicht nur das, Achtung, man kann also nicht nur sich selbst fotografieren, man kann auch sogar seine Freundin auf dem Mofa, während man fährt, sich sozusagen fotografieren oder eine Filmaufnahme sogar machen. Und das Beste für die Nachkommen, hat man dann alles archiviert. Wunderbar, aber da reicht doch das Handy aus, oder? Nein. Archivieren. Das Handy ist ja nur, das Entscheidende ist ja immer die Entfernung, nicht wahr? Also die Entfernung, ja. Wenn der Ball sozusagen am Pfosten vorbeigeht, da entscheidet sich Leute, ja genau nicht, auch die ich kann da nicht so viel zu sagen, weil ich mache ja nicht so viele Selfies, wie man mich kennt, nicht? Und gehen wir mal zur nächsten Frage. Felix, Ihre Erfindung, nicht Ihre, sondern die Erfindung des 21. Jahrhunderts. Ich weiß, Sie würden auch was erfinden. Ja, also ich glaube mit Abstand ist die beste Erfindung, die es bisher gab, Wikipedia. Also ich weiß nicht, wie oft Wikipedia mir geholfen hat, bei irgendwelchen Sachen nachzuschlagen oder was auch immer. Was einfach ich mega toll finde bei Wikipedia ist, dass es gratis ist. Das ist, Menschen stellen ihr Wissen gratis zur Verfügung. Okay, manchmal ist es nicht so seriös, aber es ist ein so gewaltiger Schritt für alle Menschen, wenn man sich einfach überlegt, dass man, egal wo man ist, nachschlagen könnte, was ist DNA, wer ist Präsident in Bolivien. Das ist ein Selfie-Stick. Und ja, na gut, aber da kommen wir auf einen wichtigeren Punkt. Zum Beispiel, wenn Wissen Macht ist, nach Francis Bacon, dann bedeutet das, dass Wikipedia uns die Macht gibt, zu wissen. Und ich finde das einfach mega cool. Und Selfie-Stick, ja gut, also das ist ein Stück Plastik. Also das finde ich jetzt nicht so besonders. Vor allem kannst du jemanden mit langen Armen haben und dann hast du Selfie-Stick aus und das ist sogar noch biologisch. Jolle, was halten Sie denn davon überhaupt? Also bei Wikipedia kann ja jeder Heinz und Kunz, so wie ihr beiden, auch was reinschreiben. Moment. Es wird geprüft und diskutiert. Um was? So ist es. Ja, nein. Das ist in der Tat, Felix hat recht, es wird geprüft, wer das machen kann. Okay. So einfach so nicht. Scheiße, Entschuldigung, hast du mir nicht. Genau. Ich finde es trotzdem total langweilig und belanglos, Wikipedia, wenn es Wikipedia warum nicht geben glauben Sie denn, dass dann Ihrer Gedanken also Erfindung der Punkt ist? Weil das einfach saugeil wäre. Stell dir vor, du hättest einen Rasierer, den müsstest du die ganze Zeit schütteln beim Benutzen und dann müsstest du halt auch ein bisschen aufpassen. Das heißt aber, ich muss meinen ganzen Körper mitschütteln. Ja, das ist ja sowas. Ne? Ich meine, ja, aber das ist was Besonderes. Da bin ich ja bekloppt dabei. Ja, aber das kann halt auch nicht jeder. Er kann sich rasieren. Du kannst dich auch jetzt schon mit dem braunen Rasierer. Ja, aber das ist rasieren. Langweilig. Es gibt richtig gute Modelle schon. Ja? Ja, richtig gut. Beste Qualität. Benutzt du den? Alex, was halten Sie von Wikipedia? Von Wikipedia? Dazu kann ich nichts sagen, aber zum Selfie-Stick kann ich viel was sagen. Also ich glaube, da haben wir schon genug gehört. Ich finde, bei Wikipedia finde ich es gut, es gibt ja den Ausdruck googeln und bei Wikipedia kann man sagen, ich wichse was. Das finde ich halt cool bei Wikipedia. Was macht man da? Dann wichst man etwas. Wegen Wikipedia. Wieso Wikipedia macht es da nicht? Es ist der Volksmund. Das wird so benutzt bei den Kids. Ich denke, wir sollten langsam zum Ende kommen. Wer hat die argumentatorisch beste Antwort gegeben? Die originellste vielleicht auch. Und naja, die Originalität, aber die für mich am sinnvollsten erscheint. Oh, meine Herren, lassen Sie mich überlegen. Ich denke mir, die Antworten waren alle sehr gut, aber der Punkt für diese Runde geht an Felix. Labs. So. Total langweilig. Und wir haben jetzt einen Moment Zeit und auch für eine Zuschauerfrage. Und zwar, die Zuschauerfrage ist, was haben unsere Gäste heute Abend über ihren Köpfen? A. Leuchtstoffröhren oder B. Zucker. Rufen Sie an unter 0170 528 243 74. Und jetzt zur Werbung.
Was empfinden wir, wenn wir etwas lieben? Wie das wärmende Feuer eines Kamins, das unsere Wohnzimmer erfüllt. Oder die Momente, die wir zusammen mit unseren Liebsten teilen. Der Geschmack von Sinnlichkeit, der sich auf unsere Lippen legt. Dieses Gefühl steckt nun in einer einzigen Tasse Kaffee. Lovely. Affen geil, Affen gut. Na, das war doch die tolle erste Runde, nicht wahr? Willkommen zurück bei Battle Brains. Und jetzt zur Runde 2. Let it go, let it go. Can't hold it back. Oh, sorry. Der sprechende Schneemann kriegt mich jedes Mal, aber ich liebe Animationsfilme. In der Fantasie von Kindern und Matz-Einsprechern kann heutzutage wirklich alles mit einer Seele und Menschlichkeit gefüllt werden. Aber da geht noch was, oder? Ich bin ja für Manni das mürrische Mammographiegerät, oder? Friederike, die fröhliche Fernsehzeitung. Aber mich fragt ja niemand hier! Also, welches unbelebte Objekt möchtest du in einem Film zum Leben erweckt sehen? Boys and Girls, time to battle. Tja, meine Herren, unbelebtes Objekt. Animation, Hauptfigur. Felix, was meinst du? Okay. Disney. Und jetzt kommt's. Shoes. Wir erwecken Schuhe zum Leben. Mhm. Aber nicht nur irgendwelche Schuhe. Es gibt drei Protagonisten. Es gibt einen männlichen Sneaker, einen weiblichen Sneaker und einen sehr sexy High Heel, rot. Und dann gibt es noch sehr viele Randfiguren. Zum Beispiel einen sehr traurigen, depressiven Stiefel. Der ist ein Freund von dem männlichen Sneaker. Es gibt aber auch, dieser männliche Sneaker arbeitet beim Oxforder und beim Budapester. Und diese beiden prügeln sich die ganze Zeit, weil sie mögen sich nicht einander. Und manchmal mögen sie sich doch, das ist so ein bisschen Hassliebe. Schleichwerbung, Budapest. Und dann kommt's, gibt es noch natürlich, was gibt's, Pumps, es gibt alles Mögliche. Er hat seinen Großvater, er lebt bei seinem Großvater, der männliche Sneaker, der Protagonist. Das ist ein sehr rassistischer alter Herrenschuh. Mhm. Und es kommt, wie es kommen muss. Dieser männliche Sneaker verliebt sich in diesen High Heel. Und er will alles tun, um sie zu erobern. Aber sie steht nun mal leider auf diesen athletischen Sportschuh. Und er denkt sich, warum habe ich mich in den falschen Schuh verliebt? Und dann versucht er, ihr Herz zu erobern. Aber er bekommt es nicht hin. Und was passiert? Er reist durch die Welt und am Ende findet er raus, ach, meine beste Freundin, der weibliche Sneaker, war immer meine Lebensgefährtin, meine Traumpartnerin. Und sie kommen zusammen, Happy End, alle sind glücklich, keiner weint. Es ist einfach wundervoll. Ich fange gleich an zu heulen. Ja, oder? Es ist einfach toll. Das ist eine wahnsinnig geile Geschichte. Schuhe. Muss ich ja sagen. Und schwersehbar, langweilig. Ob man ein guter Schuh ist, ob man ein schlechter Schuh ist, ist doch egal, solange man ein Schuh ist. Man Wahnsinn. Soll der Schuh sein, der man sein will. Okay. Wow. Erzählten's. Ist irgendwie ein alter Schuh, ne? Irgendwie ja, genau. Das Gefühl, ne? Ja. Ja, egal. Na gut. Jolle, dein
unbeliebtes Objekt. Okay, also mein Animationsfilm wird auf jeden Fall von Pixar gedreht, weil die haben die geilsten Sachen gemacht. Hier Ice Age und hast du nicht gesehen? Schon wieder Schleichwerbung, ja. Pixar. Ja, okay. Und dann kommt erstmal der normale, was am Anfang immer kommt von dem Film, dann läuft diese Lampe da rein. Unbeliebtes Objekt. Ja, die Lampe. Ah! Die kommt da rein, die das I darstellt. Und man fragt sich halt immer so, hä, und dann kann irgend so ein anderer Film, aber was geht eigentlich bei der Ampel? Ach, bei der Ampel, bei der Lampe. Lampe! Was bewegt die Lampe? Was für Gefühle aber hat sie? Aber die Lampe gibt es doch schon, nicht? Ja, aber es gibt keinen Film darüber, was sie sehr macht, kreativ, was sie für Probleme hat und was sie im Leben bewegt. Und also ich würde das mehr so als Drama aufziehen und... Interessiert das irgendeine Sau, ja, ob eine Lampe ein Problem hat, außer dass sie an ist oder aus? Absolut. Aber Schuhe oder was. Aber es gibt ja noch was Besonderes in dem Film. Was? Und zwar verliert die Lampe ihre Fassung. So. Und dann... und dann rennt sie total... Die Fassung. Ich verliere auch gleich die Fassung. Dann rennt sie cholerisch rum, ein bisschen so Tourette-mäßig, ist viel am Schimpfwörter benutzen und sonst was. Und dann erlebt sie wunderbare Abenteuer. Mehr möchte ich auch gar nicht erzählen, weil der Film ist auch schon... Ja, fällt dir nichts mehr zu ein oder was? Ich weiß nicht, Felix, was sagst du denn dazu zu Jolles Lampen-Wahnsinn? Also eine Ikea-Lampe ist ja jetzt nicht so... Und vor allem Pixar ist ja schon auf die Idee gekommen. Also es ist ja so, als würde ich jetzt Cars 4 drehen wollen. Ja, Cars 4 oder also, Schuhe, das ist doch derselbe Dreck, den du da machst. Absolut, absolut nicht. Nee. Schuhe haben Charaktere. Du musst endlich mal ein bisschen mehr in deine Autos auch bei Cars. Ja, warum glaubst du denn, dass die Lampe nun das Ding ist, was die Welt bewegt? Was? Die Story. Ja, die Story einfach. Was ist die Story? Dass sie aus der Fassung fällt? Nein, sie verliert ihre Fassung. Genauso wie du gerade. Ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen runterkommst und mich nicht so angreifen würdest. Hier, okay? Hier greift keiner ein. Das ist der Sinn der Sendung, Alexander. Wir sind doch alle ganz entspannt. Ist das das sind wir auch. Alexander, ja, bitte nicht, erzähl, was ist für dich jetzt? Ich habe eine Frage. Was denn? Ja. Ist das eine Öko-Glühbirne oder ist das so eine normale? Ja, doch, Öko natürlich. Okay, also lass mich doch in Ruhe mit deinen scheiß Quatsch. Du mit deinen scheiß Sneakern, die da in China... Ruhe, wir wollen auch sehr freundlich sein. Hattest du nicht gerade... Nein, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr freundlich zu sein. Nein! Ja, jetzt. Kann man mal ein bisschen mehr den Alex mal zu Worte kommen lassen, ja? Du hattest deine Chance gehabt. Okay. Wir werden gleich abrechnen. Alex, was ist dein beliebtes, unbeliebtes Objekt? Also, eine Reise kommt bei mir auch vor. Pass auf, was ist ein wundervolles, tolles Objekt, was jeder kennt und nicht nur diese Lampe, ja, diese Lampe, wer will denn die Geschichte von der Lampe wissen? Niemand. Nein, der Eiffelturm. Ist das nicht ein bisschen... Der Eiffelturm, wieso? Er hat 4 Beine und noch einen langen Hals, sowas wie eine Giraffe, ja, und dann schrumpft dieser Eiffelturm und eines Nachts, ja, weil er satt hat, von all diesen Liebenden umschwärmt zu werden und er ist einfach, ihm hängt das zum Hals raus. Und dann begibt sich dieser Eiffelturm auf eine Reise. Er besucht das Taj Mahal, er besucht das Brandenburger Tor und so weiter und den Big Ben. Und überall fragt der Eiffelturm, wie ist es bei euch? Wie lieben sich bei euch die Leute? Habt ihr auch solche Probleme oder wie ist das? Ja, Leute. Und die Franzosen, sind entsetzt. Ja, das würde ich noch fragen. Wo ist der Eiffelturm hin? Die fragen sich das, also in dieser Welt geht alles ab. Und auf währenddessen zum Punkt kommen. Okay, wir kommen zum Punkt. Ich brauche nicht die ganze Geschichte. Ich fand das geil. Dazu? Moment. Okay, dann kann das sein, vielleicht, dass du vielleicht jetzt Verbündete hier suchst in der Runde? Nein. Ey, ich fand die Ja, bitteschön. Ja, und Felix, was hast du denn für diese Eiffelturm-Geschichte? Was soll das? Nein, ich bin noch nicht zu Ende. Nein, die Geschichte ist zu Ende. Also, nein, wir brauchen nicht die ganze Geschichte. Nein, Alex, das hast du falsch verstanden. Es geht nur um den Gegenstand, der eine Hauptrolle in Animationsfilmen spielt. Ansonsten Geschichten. Aber dann möchte ich meine Antwort nochmal neu formulieren. Bitte ganz kurz, ein Satz. Der Eiffelturm. Okay, prima, habe ich auch schon zu stehen. Also, das hätten wir ja auch schon von einer halben Stunde regeln können, ja, aber ist nicht so schlimm. Ja, das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Also, ja, da glüht die Lampe, nicht? Mhm. Oh Gott. Lampe, Schuhe, Eiffelturm. Also, ich fand das mit... Ich muss sagen... Jolle, du hast den Punkt, weil die Geschichte ist so beschissen. Geil. Nice. Alles nur in Mitleid. Nice. Ganz ruhig, Leute, aktueller Punktestand. Jolle, ein Punkt. Woo! Alex, ein Punkt. Nein, genau, zwei. Nein, zwei. Nein. Falsch. Ich muss mich revidieren. Zwei. Es ist spannend, ich bin auch sehr aufgeregt momentan. Jolle, ein Punkt. Felix, ein Punkt. Alexander,
0 Punkte. Aber jetzt, Alexander, hast du die Chance. Wir haben jetzt die dritte Frage. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Mad Max, 28 Days Later oder kein Ohrhasen. Egal, wo man hinguckt, kriegt man in Filmen das Ende der Zivilisation um die Ohren kaum. Die Apokalypse scheint ja gerade echt en vogue zu sein. Aber irgendwie ist es doch immer das Gleiche und am Ende verreckt doch niemand Wichtiges. Let's make America great again. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie machen wir den Laden dicht hier? Denn seien wir doch mal ehrlich, in einer Welt, in der Mario Bart Stadien füllt, möchte ich nicht weiter. What a lovely day! Also bitte, präsentiere deine Traumdystopie. Boys and Girls, time to battle. Ja, das wird spannend werden. Lieber Alex, du hast noch keinen Punkt bis jetzt. Möchtest du hast jetzt die Wahl. Möchtest du als Erster darauf eine Antwort geben und deine Untergangsvision uns darstellen oder lieber als Letzter? Ich möchte Erster sein. Ich bin schon wie auf einem elektrischen Stuhl hier. Na dann, jetzt sind wir gespannt. Ja? Ganz einfach. Ewiger Regen. Ewiger Regen. Biblisch? Nein, nein, nicht biblisch. Lass ihn einfach mal aus. Postbiblisch, ja? Es kommt nicht zur Überschwemmung. Es ist einfach so ein fieser kleiner Nieselregen, der die ganze Zeit ist. Und was ist? Die Leute ärgern sich ständig über das Wetter. Und weil wir wissen, dass das Wetter sozusagen das Thema ist, über das Menschen immer reden, haben sie keine andere Wahl, als ständig über das schlechte Wetter zu reden. Ist wie in der Kasse im Edeka. Ist das ein Untergangsszenario? Ja, nein. Aber sowas von. Ein Untergangsszenario dann, für die Welt oder ja, für natürlich. Dich? Nur für dich? Nicht bist für mich, du vielleicht für derjenige, alle. Der? Für alle. Für alle. Es geht Regen an, Beta, meine Herren, was soll das? Stefan. Ja, aber hast du mal mit Menschen geredet? Moment mal, haben wir schon im Sandkasten gespielt oder sowas? Ja, natürlich. Kann das sein? Nein, das haben wir nicht. Nein, das haben wir nicht. Nein? Nein. Vielleicht regnet es zu viel bei dir. Ich weiß es nicht. Dann haben wir... Nein, war das nicht so? Nein, nee, also du meinst also, Regen wird die Welt zum Untergang bringen. Ja, aber sowas von. Okay. Weil die Leute werden zwangsläufig... Also wir reden hier von Sprühregen, ja? So. Oder ja, das ist doch das Hagel. Fiese. Ja, ja. Oder von richtig Hagelkörnern. Nein, nein, von Sprühregen. Die ganze Zeit Sprühregen in dein Gesicht. Ah ja, okay. Stell dir das mal aber vor. Aber sie kennen auch nichts anderes dann, ne? Sie kennen nur Sprühregen. Mehr kennen sie nicht. Ja. Warum kann man dann depressiv sein? Stellen Sie sich vor, Sie wachsen in einer Welt auf voller Sprühregen. Ja. Sie kennen keine Sonne. Und dann auf einmal wird man depressiv. So ein Quatsch. Ich denke mal, man wird depressiv, wenn auf einmal die Sonne scheint. Moment. Wir kennen ja, das Untergangsszenario ist ja so, dass dann auf einmal nur noch Sprühregen. Das ist doch völliger Schwachsinn. Jolle, was ist dein Untergangsszenario? Ich habe ein richtig geiles Weltuntergangsszenario. Das war ganz klassisch. So, ich bin auch noch ein kleiner Junge. Ich denke einfach, irgendwann übernehmen die Zombies so. Was? Zombies übernehmen. Aber da gibt es auch ein paar Besonderheiten. Also ich werde natürlich nicht zu einem Zombie. Und die Zombies sind alle ganz langsam und eigentlich nicht wirklich gefährlich. Und man kann die halt so ein bisschen abmetzeln und so. Ist kein okay. Problem. Und das Besondere ist, der Virus, der die Leute zu Zombies macht, der geht nur um bei AfD-Wählern und bei regelmäßigen RTL-Zuschauern. Deswegen bin ich fein raus um meine Leute, so uns geht's gut, wir können um die ganze Welt fahren, wir entkommen dieser Alltagsroutine in dieser normalen Welt. Warte, die töten nur RTL-Zuschauer und... Nee, nicht töten, die verwandeln die in Zombies und dann sind die ganz langsam, also eigentlich wie im echten Leben, nur dass die dann anfangen zu faulen noch. So. Also wäre es absolut ein politisch motivierter Untergang. Was ja bei dir mehr was mit bisschen Regen und tralala. Nein, nein, Sprühregen. Ja, darauf, ja, das finde ich ja besonders feminin auch. Aber geil, Zombies, oder? Zombies. Ja, finde ich cool. Politisch. Na gut. Aber wir haben ja einen Fachmann hier am Tisch. Wie sieht denn seine Untergangsphilosophie aus? Es sterben auf jeden Fall deutlich mehr Menschen. Als? Bei dir. Also AfD vielleicht. Und beim Sprühregen habe ich noch keinen ertrinken sehen. Und RTL-Zuschauer. Ja, das sind viele. Also, na gut, bei mir 100 Jahre in der Zukunft. Ja. Und da das Besondere ist, der Mensch lebt jetzt in einer feindlichen Umgebung. Die Erde wendet sich gegen den Menschen. So, das ist jetzt vielleicht nicht so kreativ, aber mal ganz ehrlich. Es geht darum zu sagen, ja, Klimakatastrophen löschen Ernten aus.
Naturkatastrophen, ganze Städte, solchen Massen an Menschen. Das ist doch biblisch, das kennen wir doch schon. Lass mich ausreden. So, und jetzt kommt's noch zu einer Schnellevolution bei den Tieren. Ich will dir doch nur diese Schnellevolution, sorgt dafür, dass jedes, ist ein singuläres Ereignis, dass... Vielleicht solltest du also, vielleicht mal doch lieber zu... Stefan. Lass mich nicht stören. Ja, ist alles gut. Also, diese Schnellevolution sorgt dafür, dass jedes Tier die Menschen angreift. Es ist jetzt quasi Konkurrenzkampf. Vom Eichhörnchen bis zum Reh, alle wollen sie uns töten. Und der Mensch antwortet mit der einen Sache, die er immer antwortet, mit Technik. Und Sprühregen. Sprühregen hat noch keinen getötet. Doch. Ja, das ist ja das Eichhörnchen, ich habe es nachgelesen, in Nordamerika sind 5 Menschen an Eichhörnchen gestorben. Weil sie sie nicht vertragen haben, oder? Ich weiß es nicht. Also stand, 5 Menschen sind durch Eichhörnchen gestorben. Ja, man hätte sie vielleicht vorher frittieren sollen. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich mir das vollkommen ausgedacht habe gerade. Das hat man auch gemerkt, aber das ist auch ganz gut. Das war auch Sinn und Zweck der Frage. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Tja. Diskutieren wir jetzt erstmal? Ich weiß nicht. Gibt es da was zu diskutieren? Deins gab es schon tausendmal in der Bibel und in Hollywood. Also Dystopie sagt ja eigentlich, dass alles untergeht. Ja. Wenn AfD-Wähler wegsterben, finde ich jetzt persönlich... Und RTL-Zuschauer. Es ist ja nur einer. Genau, irgendwas wird ja überleben. Jolle, der Boss. Bitte? Der Boss. Aber wenn er überlebt, ist das dann wirklich gut? Klar. Tja. Für mich ist mega, ich kann machen, was ich... Also, das ist mein Traum. Also ich schwanke ja nur wirklich hin und her. Alexander, ich meine... Jetzt gibst du ihm den Punkt, damit das Moment. Und selbst wenn, Felix, es ist absolut meine Sache, es ist meine Show und ich bestimme das sowieso. Es ist völlig egal. Auch wenn dein Szenario der Sprühregens völlig daneben ist. Aber trotzdem, was hältst du von dieser allgemeinen biblischen Untergangssache, die wir schon seit mehr als 2000 Jahren rauf und runter gekaut bekommen? Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist parteiisch. Nein, das bin ich bestimmt nicht. Und selbst wenn, ich werde auch dafür bezahlt. Du kriegst Geld dafür? Ja. Ich dachte, du gehörst auch in der Partei an. Ja, ich bin sehr stolz mit. Alexander, würdest du dich vielleicht bitte auch dazu äußern wollen, wenn überhaupt? Ich meine, Sprühregen hin oder her? Ich finde, du hast alles gesagt. Außerdem spricht ja Sprühregen schon alles. Ist es sauer, Sprühregen? Weil dann könnte ich mich wieder mit anfreunden. Also gut. Meine Herren, ich muss eine Entscheidung treffen. Ja, gib Alexander jetzt den Punkt, das tust du aber jetzt eh. Weil es einfach viel besser ist. Stefan. Das ist doch hier... Ich höre jetzt auf meinen Verstand und der sagt mir... Also mit Zombies kann ich gar nichts anfangen. Die werden dann... Die Bibel kenne ich in- und auswendig, aber... Das mit diesem Sprühregen. Mhm. Oh mein Gott, was für eine Überraschung. Das gefällt mir sehr gut. Ne? Argumentativ ganz schlecht. So. Danke. Danke. Du hättest sagen können, dass die Leute aufquillen. Meine Herren, es gibt gar keinen Grund, jetzt irgendwie auf den anderen neidisch zu sein. Nö. Überhaupt nicht. Jeder hat jetzt, der aktuelle Punktestand, jeder ein Punkt. Was für ein Zufall. So, und bevor wir mit der Frage 4 weitermachen, jetzt erstmal das Zuschauer-Gewinnspiel. Noch einmal, was haben unsere Gäste heute Abend über ihren Köpfen? Außer leere Luft, Leuchtstoffröhren oder Zuckerrohr? Rufen Sie uns an unter 0170 528 243 47. Und jetzt ab in die Werbung. Basti, kommst du mal bitte? Kann ich dir irgendwie helfen, Schatz? Schau mal hier, das ist ganz neu. Und damit kriegst sogar du den Nagel in die Wand, ohne dir ständig dabei weh zu tun. Ah. Die kannst du doch sicherlich gut gebrauchen. Imagine you could blend the digital and the real world. On this premise, we built Convex. You just take it out of the box, place it right on your eye, and you're ready to go. This is your new digital companion. It automatically connects to your favorite social networks,
and your friends are just one blink away. Convex displays all the information you need, wherever you are. And by all, we literally mean everything. Convex. Expand your vision. Den Gott in dir. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und zurück zur letzten Runde. Wir hatten drei spannende Runden gehabt. Jeder hat einen Punkt. Zwei kommen weiter. Und einer muss leider ausscheiden. Aber jetzt erst einmal die Frage 4. Fußball weiß es jeder besser als Löw. Everyone's a critic. Auch in der Politik scheinen die meisten von uns sehr genau zu wissen, wie es eigentlich laufen müsste. Jedenfalls sind wir uns alle sicher, dass die da oben lieber nur Mau Mau zocken. In Zeiten, in denen Mama Merkel von Linken geliebt und von Parteigenossen gefragt wird, ob der Wasserspender im Kanzleramt Tequila enthält, übernimmst du morgen das Zepter der Macht und legst die Füße auf den Marmortisch in Angies Office. Wenn du morgen Bundeskanzler wärst, was wäre deine erste Amtshandlung? Boys and Girls, time to battle! Tja, meine Herren, jetzt geht's ums Ganze. Alles oder nichts, warme Bockwurst oder Wiener Würstchen, egal. Felix, welche Amtshandlung wäre deine erste, wenn du morgen Bundeskanzler wärst? Also, bei mir wäre es etwas Ernsteres, weil ich finde, das ist eine sehr wirklich wichtige Frage, weil am Ende sind das die Leute, die das entscheiden. Und ich würde gerne mal etwas machen, was in Deutschland so zu kurz kommt, und zwar Entwicklungspolitik. Wir haben so viele Probleme rund um den Globus, wenn man sich überlegt, dass wir im Jahr 2016 leben und es gibt noch so viele Hungerstote. Wir haben hier in Deutschland Probleme, Terrorismus, Flüchtlingskrise. Vieles davon könnte man einfach dadurch klären, dass wir Entwicklungspolitik wirklich machen. Und im Moment überweisen wir nur Schecks in irgendwelche Länder, die dann irgendwo bei Beamten versickern, anstatt endlich mal wirklich das anzupacken, Fachpersonal, Fachwissen, Fachmaschinen dorthin zu bringen. Ich finde, es ist einfach eine Schande, wenn man sich überlegt, dass wir allein im mittleren Westen genug Nahrung produzieren, um die ganze Menschheit zu versorgen und es dann nicht hinbekommen, dass noch Millionen Menschen jedes Jahr im Hungerstod sterben. Ist ein ernstes Thema, aber ich glaube, wenn wir diese Probleme erst gelöst haben, dann können wir uns auch an kleinere Probleme ranwagen. Und wir haben es in Deutschland, wir haben hier ein paar Probleme und die muss man auch lösen. Aber mehr oder weniger geht es uns ganz gut und da sollte man auch ab und zu mal woanders hinschauen. Und wir profitieren von einem reichen Afrika, von einem reichen Südamerika und das müssen wir endlich in den Kopf bekommen. Das ist sehr interessant. Jolle, du bekommst gleich dein Wort. Und dann fahren wir auch gleich bei dir fort. Okay, jetzt? Bitte. Okay, also wenn ich morgen Bundeskanzler wäre, dann würde, also ich schlage jetzt auch mal ernstere Töne an, würde ich die Massentierhaltung abschaffen und dafür sorgen, dass halt alle Tiere, die noch für den Verzehr gehalten werden, unter perfekten Voraussetzungen und Bedingungen gehalten werden. Und so, dass jeder Mensch halt drastisch reduzieren muss, aber trotzdem irgendwie, keine Ahnung, per Gesetz jedem seine 100 Gramm Fleisch oder so in der Woche zugestehen und dann, wer halt mehr will, muss halt den Preis dafür zahlen und nicht zu Discountern gehen und für 50 Cent seine Wurst kaufen, sondern das bezahlen, was es auch wert ist im Endeffekt. Doch, es ist schon sehr nobel, allerdings steht Tierhaltung über den Menschen, den Bürger? Wie gesagt, ich bin unter Tieren aufgewachsen. Ich habe ehrlichere Tiere kennengelernt als Menschen und es sind alles Lebewesen. Aber nein, natürlich nicht. Ihre sozialen Kontakte bestehen nicht ausschließlich aus Hund und Katze? Nicht ausschließlich. Okay, gut.
Alex? Ja, ich werde jetzt auch einen ernsten Ton anschlagen. Da sind wir aber alle sehr gespannt. Ja, Alex. Natürlich ist wichtig. Also, meine erste Amtshandlung führt natürlich zu den anderen Handlungen. Die erste Amtshandlung ist die Machtergreifung. Wie das funktioniert, das werde ich jetzt natürlich nicht kundtun, das ist wichtig. Sobald ich diese Macht habe, würde ich Kant aus Königsberg ausgraben lassen und ihn im Bundestag vors Rednerpult stellen und sein Skelettfinger würde sagen, die Aufklärung ist noch nicht vorüber. Befreit euch aus eurer eigenen Unmündigkeit. Und dann würde ich meine Narrenkappe aufsetzen. Und es gibt so Parteien wie AfD, die gehen ja so zurück nationalistisch und dann gehen wir einfach noch weiter zurück. Wir zerteilen Deutschland einen noch größeren Flickenteppich. Darf ich da ganz kurz mal nachfragen, weil das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also Ihre erste Amtshandlung ist Machtergreifung, aber gut, in dem Moment, wenn ich Bundeskanzler bin, bin ich an der Macht. Also ich Die totale Machtergreifung muss man haben. Aber wir reden jetzt erstmal vom Bundeskanzler und nicht von einer Diktatur. Und, ja, aber Moment, ich muss das fragen, ich muss es ja verstehen. Ja, es geht ja auch um Punkte, nicht? Es geht um Punkte, glaube ich. Nicht? Und wenn ich es nicht verstehen will, vielleicht, dann gibt es keine Punkte. Also, Leute, nochmal. Moment. Das heißt also, die erste Amtshandlung bei dir, Alex, besteht darin, dass du Immanuel Kant entweist, aus dem Grab nimmst und den irgendwo durch die ganze Republik schleppst, den in den Bundestag bringst und dort ihn aufwachst mit einer Narrenkappe. Ist das dein Ernst? Moment mal, all diese Adjektive werden diesem ganzen zelebrierenden Akt nicht gerecht, aber im Grunde genommen ist das ein hochheiliger menschlicher Akt. Ja. Das ist für mich, Leute, sorry, ich weiß nicht, was Sie davon halten, liebe Zuschauer. Ich weiß nicht nur das, es ist Leichenfederei. Das macht man nicht. Nein. Ich weiß jetzt auch nicht, aber egal, um mich geht's ja gar nicht. Lassen wir doch mal den Jolle was dazu sagen. Ich finde das auch total Quatsch. Also du kannst nicht einfach Leichen spenden für sowas. Und wir haben zwei noble Ziele. Es soll was verändert werden. Das ist wichtig, Junge. Du kannst nicht immer der Kasper sein, Junge. Nicht immer. Ich sehe schon. Das ist was ich mit Don Quixote meine. Ja? Was ist mit Don Quixote? Was ist das? Man muss sich über diese Geister muss man sich hinwegsetzen. Moment mal. Wenn man Kant ausgräbt, dann tut man genau Alex, das. Alex, das ist ein bisschen der Zweit, was man unbedingt machen wollen würde. Du musst hier nicht lauter werden, ja? Ich kann dich sehr gut verstehen. Du sitzt keinen Meter weg von mir. Wir können ganz friedlich sein. Aber ich meine, Don Quixote, was unterscheidet dich von Don Quixote? Der hatte wenigstens einen Esel, worauf er geritten hat. Worauf reitest du? Auf einem toten Pferd. Der hat auch Muskeln gehabt. Und apokalyptisch. Ich bin der apokalyptische Reiter sozusagen. Also Alex, ich muss das schon fast sagen. Also die Entscheidung jetzt ist sehr blöd. Etwas schwierig. Ja. Schwierig, weil Alex, es war auch eine wunderbare Argumentation und du hast sehr gut mitgehalten. Jolle, ja, Tierschutzhaltung, ja, das sind große... was war das nochmal? Massentierhaltung. Ach ja, das war was mit Tieren gewesen. Ja. Aber ich denke mir, mir liegt die Entwicklungshilfe doch mehr am Herzen und somit bekommt den Punkt der vierten Runde der Felix. Lahm. Die Kinder in Afrika. Ich glaube, der Felix bekommt das. Das heißt, mein lieber Kindergartenfreund, ich glaube, du hast es nicht verstanden, was ich hier versucht habe zu. Du willst eine Leiche. Ich glaube, es ist schwierig zu verstehen, nicht wahr? Immanuel Kant hat ja auch was dagegen gehabt, wenn man Demokratie zerstört. Man muss den Menschen muss man zu ihrem Glück bringen. Alex, nicht mit Gewalt. Nicht zwingen, nein. Eine Narrenkappe erlaubt das Spielen. Alex, es ist heute wahrscheinlich nicht besonders dein Tag. Das Glück war dir nicht hold gewesen. Ja. Kommen wir, oder vielleicht doch, vielleicht wir kommen jetzt erst einmal. Lassen wir doch einfach mal die Punkte zusammenfassen. Da haben wir zum einen Jolle mit einem Punkt. Hier. Bravo. Danke, Mann. Alexander mit einem Punkt und Felix mit zwei Punkten. Mit einem ganz wichtigen Punkt. Nun, es ist allerdings so, dass einer die Runde von den Ein-Punkt-Leuten, Dankeschön, meine bezaubernde Assistentin. Vorsicht was bitte, ist das? Ja. Wir müssen jetzt, Moment, Leute, wir müssen jetzt auslosen. Jetzt ist es hart. Felix, du bist weiter, unbenommen. Und zwar in die entscheidende Speed-Round. Einer von euch beiden wird sein Gegner sein. Aber es kann nur einer sein.
Und aus diesem einfachen Grunde müssen wir jetzt die Münze werfen. Mhm. Jeder hat die Wahl. Battlebrain oder nichts. Nichts. Yeah. Okay. Ich nehme nichts. Du nimmst nichts. Ich bin mir nicht alles glücklich. Klar. Dann hier lässt du. Eine Sekunde. Damit ist Alexander das draußen. Dass das Schicksal so unfreund ist zu mir heute. Das liegt an Emanuel. Ich darf aber hier beisitzen, oder? Auf jeden Fall. Oh, nee. Sehr gut, sehr gut. Darf ich mal meine Kommentare beisteuern? Nein, auf gar keinen Fall. Wir bleiben jetzt hier. Zur Speedrunde. Was ist die Speedrunde? Ganz einfach. Es gibt eine nur Entweder-Oder-Antwort auf die Frage, möchtest du lieber rot oder möchtest du lieber schwarz? Da muss einer von euch beiden sehr schnell antworten. Wenn du sagst schwarz, bleibt dem Felix nichts anderes übrig, als dann rot zu nehmen. Ob er will oder nicht. Also wer als erstes reinruft. Wer als erstes das reinruft, was für ihn lieber wäre, okay. Als Beispiel. Ja? Okay. Muss der andere... Aber man muss sich die Frage zu Ende reden lassen. Nein. Weil ich könnte ja schon in der Frage sagen, wenn ja, du sagst, nein, willst du lieber schwarz, ich will das schwarz. Okay. Nein, jeder bitte erstmal, ich werde ausreden, ich werde die Frage formulieren und dann heißt es bitte und dann kommt die Antwort. Schwierig. Hinzu kommt, für die Antwort hat jeder 15 Sekunden Zeit. Mit Argumentation? Für die Argumentation, warum er sich dafür entschieden hat. Okay. Jeder, danach dann, jeder 5 Sekunden das Gegenargument gegen den anderen zu erbringen. Und das Ergebnis wird natürlich dann wieder entscheiden, wer den Punkt bekommt. Und wir haben davon 3 Fragen. Das heißt, Jolle, du liegst mit einem Punkt hinter Ach, Felix. Ach nee, die Zähne. Oh, nee. Okay. Du musst jetzt richtig Gas okay. geben. Okay, verstanden? Ja. Ich mach mir aber keine Sorgen. Kommen wir zur ersten Frage. Welche Fähigkeiten hättest du lieber? Unsichtbar sein oder Gedanken lesen? Gedanken lesen. Weil ich seinen Gedanken gelesen habe, war ich minimal schneller. Und nein, du musst entscheiden. Der ist gar nichts. Liest du gerade meine Gedanken? Ich würde auch vorschlagen. Okay. Ich nehme nichts. Du nimmst nichts, du nimmst alles klar. Ihr nehmt immer das, was ihr seid. Bitte schön. Okay. Ich möchte Gedanken lesen gerne, weil dann kann ich die Menschen um mich herum manipulieren. Ich weiß, was sie denken. Ich weiß, ja, was sie denken und was sie dann haben wollen als nächstes, was deren nächsten Schritte sind. Ich würde vielleicht noch mal versuchen, Fußballprofi zu werden und dann im Elfmeterschießen vielleicht immer der Beste sein, höchstwahrscheinlich. Und gegen ihn, dass er unsichtbar ist. Danke. Ach so, sorry. Also unsichtbar sein hat viele Vorteile. Man kann in einem Raum sein, ohne dass sie wissen, dass du dabei bist. Das bedeutet, du kannst Einfluss nehmen, ohne dass sie aufeinander wissen. Wenn du Gedanken lesen kannst, wissen sie, dass du mit ihnen kommunizierst. Du kannst höchstens wissen, was die anderen schon vorher wissen. Okay, stopp. Gegenargumentation. Wenn so ein Typ, so ein creepy Typ unsichtbar sein könnte und dann hier rumläuft, ich will gar nicht wissen, in wie viele Frauen und Kleiden der rumrennt und was der da macht. Ja. Okay, stopp. Es könnte ja durchaus interessant sein, aber viel interessanter ist, was man damit anstellen könnte. Man könnte Finanzgespräche zuhören, man könnte Wirtschaftsgespräche anhören. Alles klar, danke. Yeah. So. Ganz klar. Ganz klar, Geschichte. Ja, das ist jetzt etwas schwierig. Wieder einmal. Wobei das eine ist mir zu hintertrieben politisch. Ja. Voila. Und das andere... Jolle, ich gebe dir den Punkt. Damit haben wir einen Zwischenstand. Nice. Von 2 Was für ein Wunder. 2-2. Hinterfrag nicht das System hier. Es sind nur noch 2 Fragen übrig. Oh nein, nicht, dass wir noch einen Gleichstand haben am Ende. Es wird schwierig. Kommen wir zur Frage Nummer 2. Würdest du lieber eine Woche auf ein Helene Fischer-Konzert gehen oder jede Stunde lang Hyper, Hyper? Jede Stunde Hyper, Hyper. Helene Fischer, ich bin... Okay, ja, wunderbar, wunderbar. Dann bitte fang an, warum Helene Fischer? 15 Sekunden. Ich war durch einmal aus Versehen beim Helene Fischer-Konzert, beziehungsweise sie war nur da gewesen. Und ich kann nur sagen, beim Schlagerkonzert sind sehr viele hübsche Mädchen. Deswegen, auch Helene Fischer ist auch ein hübsches Mädchen. Deswegen glaube ich, ist es sehr schön, wenn man sich schon solche Musik antun muss, dass man es mit hübschen Mädchen verbringt. Okay. Also ich würde lieber mit H.P. Baxter abhängen und den ganzen Tag Hyper Helper hören, weil er ist, glaube ich, einfach ein coolerer Dude als Helene Fischer, die oberflächliche Bitch. Also. Okay, aber warum
nochmal, warum? Warum? Weil er ein coolerer Typ ist. Weil er ein coolerer Typ ist. Ja. Alles klar, gut. Gegenargumentation zu Scooter. Also Helene Fischer ist deutlich hübscher zu Scooter. Und diese Musik, da kriegt man ja auch gut. Also da kriegt man ja irgendwelche. Bei Anfälle. Helene Fischer? Nein. Ja, kommt drauf an. Bei okay. Helene Fischer kann man ja wenigstens Helene Fischer. Okay, Gegenargument? Argument geht bei beiden und dass du sagst, dass sie einfach hübsch ist, das finde ich ziemlich oberflächlich und ich glaube, HP Baxter hat auch menschlich einiges zu bieten. Ja! Und damit hast du den Punkt! Ja! Geil! Ja. Jolle! Stefan Marx. Und ganz unten. Schlager. So, um mich geht's nicht. Ich bekomme keine Punkte, lieber Zuschauer, heute Abend. Ich soll gerade beeinflusst werden von Felix, der mir bislang eigentlich sehr sympathisch war. Aber jetzt soll ich bestochen werden. Das tue ich nicht. Ich lasse mich darauf nicht ein und stelle lieber die Frage Nummer 3. Wenn du wiedergeboren werden würdest, würdest du eher in der Vergangenheit leben oder in der Zukunft? Vergangenheit. Dann bleibt dir die Zukunft. Ich würde lieber in der Vergangenheit leben, einfach weil es wird keine großartige Zukunft geben, wenn die Menschheit so weitermacht und werden die eh. Und in der Vergangenheit, man weiß schon, was passiert ist, wenn man eine Geschichte ein bisschen aufgepasst hat. Dann kann man wieder ein Mondfinsternis vorsagen und alle denken, ja, der ist Zauberer oder so. Und ja, Mädels klar machen dadurch. Ja. Okay. Also, das ich bietet cool. Da, glaube ich, viele Vorteile. Ich sehe da gar nicht so schwarz, auch wenn wir heute sehr viel schwarz über die Menschheit gemalt haben. Ich glaube, wir können da einiges bewegen. Und ich glaube, die Zeit wird einfach mega spannend, wenn wir den Weltraum erobern, wenn wir neue Wissenschaften haben, neue Maschinen. Ich glaube, das wird eine gute Zeit werden, wenn die Menschheit einen anderen Weg geht. Und okay, Gegenargument zur Zukunft. Er will den Weltraum erobern und alles. Und wir haben ja gesehen, was passiert, wenn der Mensch die Erde nur erobert und dass das nicht so okay, Gegenargument zur Vergangenheit. Die Vergangenheit ist traurig, gut. Kalt, blutig. Wir hatten selten eine okay, Zeit. Danke. Wir müssen zum Schluss kommen. Lass ihn gewinnen. Ich bin ein guter zweiter Verlierer. Ich nicht. Tja, Alex, ich weiß, du willst nicht in meiner Haut stecken, aber glaub mir, ich auch nicht in deiner. Ja, allerdings, Junge. So, es wird sehr schwierig werden, eine Entscheidung zu treffen. Nun. Also, meine Entscheidung ist gefallen. Kommen wir doch zu... Ja, Vorsicht, beruhigen Sie sich, meine Herren, beruhigen Sie sich. Betrinken verkümmern wir uns gleich. Kommen wir zur Auswertung. Den dritten Platz belegt Alexander. Es war tolle Antworten gewesen, ja. Sehr interessant. Es war auch immer sehr eng gewesen. Ja, ja. Ja, aber das musst du mir jetzt nicht abkaufen. Ja, ja. Den zweiten Platz. Tja, das ist nicht so einfach gewesen zwischen diesen beiden eloquenten Herren. Der zweite Platz, und beide waren gut. Der zweite Platz geht an Felix Spinnig. Und der erste Platz mit 3 Punkten natürlich an Jolle Deus. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Da fällt mir vor Schreck mein Stift runter. Jolle. Geil. Das ist der Pokal. Wow. Der mehr bedeutet als so manch einem. Die Lola oder der Grimme-Preis. Dankeschön. Und jetzt zu den anderen, die auch einen Preis bekommen haben. Den dritten Preis für Alexander, und den gebe ich fast ungern her, ja. Ist diese DVD Waschmaschinen-Impressionen. Also ich würde sagen, vielen herzlichen Dank. Was den Preis angeht, habe ich vollkommen gewonnen. Und mein lieber Felix, du als Zweiter, du hast nicht gewonnen. Nein, du hast aber auch nicht gewonnen. Und darum finde ich, bekommst du gar nichts. Aber du, der Jolle, der den ersten Preis gewonnen hat, den Pokal mit nach Hause nimmt, nicht? Was will man mehr? Was soll man dir noch zusätzlich geben, außer in der Tat nichts? Bitteschön. Danke, Mann. So, und jetzt bedanke ich mich. Kommen wir zur Auflösung der Zuschauerfrage. Die Frage war, was hängt über den Köpfen unserer Gäste? Sind es Leuchtstofflampen oder
ist es eine Zuckerstange. Natürlich, es sind die Leuchtstofflampen. Was uns noch fehlt, ist der oder die Gewinnerin. Regie, gibt es denn schon einen Gewinner? Wir sehen dort die Regie. Ja, wir haben den. Da ist wildes Treiben. Wir haben den Zettel verloren. Ah, man sucht. Was ist denn der Zettel? Also, unsere Regie ist etwas chaotischer als wir hier im Studio. Darum. Also, da ist wilde Hektik. Meine Zuschauer, Sie sehen dort, der, wie viel Technik der Gewinner, wir haben den Zettel gefunden. Das ist ein. Oh, den Namen kennen wir. Ist das? Aha, jetzt wird's spannend. Das ist die Säule, oder? Die gewinnt. Nee, hinter der Säule. Komisch, wer ist denn hinter der Säule? Das ist unser Überraschungsgast. Aha. Nein, der Medi, der beste Kameradozent der Schule. Das ist ja ein Ding. Hat er hier angerufen auf seiner Prepaid-Card? Das gibt's doch gar nicht. Bravo. Applaus für den Medi. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Da können wir ganz stolz drauf sein. Fantastisch. 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 Ja, ich bin begeistert. So ist es. Die Preise bleiben bei uns im Hause. Ach mein Gott, was war das spannend heute gewesen? Was haben wir gelacht bei, ja, bei dieser Sendung der Sternstunde der deutschen Fernsehunterhaltung? Und wenn es nächste Mal heißt Battle Brains, dann schalten Sie wieder ein. Kommen Sie gut durch die Nacht. Bis bald, Ihr Stefan Böttcher.